Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, und zum Anfang der Folge kümmern wir uns erstmal um dieses Problem hier. Bevor wir es wieder vergessen. Ach, schön zu sehen, dass wir endlich genügend Uran haben. Mal einmal schnell dahin. Ja, bevor uns die ganzen Züge verhungern. Spaßzüge. Das wird hoffentlich im Moment reichen. Ja, und das AKW, was wir in der letzten Folge aufgestellt haben, oder die neuen Komplexe, sehen schon ganz gut aus. Temperatur ist auf Maximum, fehlen nur noch die Pumpen. Ah. Sag ich schon, die Turbinen. Ach, ups, bin zu weit unten. Gut, ich habe schon mal eigentlich unser Zeug sozusagen so weit zusammengesucht. Passt das jetzt hier nicht mehr rein? Ja, bald so. Und ich würde sagen, wir bauen dann erstmal ein bisschen. Gucken, wie viele laufen. So. Ja, während wir dahin laufen. Eine kurze Aufnahmezeichen, denke ich mal. Wir müssen uns, wie gesagt, erstmal nachhaltig um das Erzproblem kümmern. Dazu müssen wir eben ein paar Folgen expandieren und sehen, dass hier überall keine Module drin sind. Das ist so zu brechen. Wir mal ganz kurz auf. Am meisten sollte ich haben. Gut. Ich weiß ja, erfordert mittlerweile Bergbauproduktivität wie noch und nöcher, aber ich habe keine Lust, noch mal was Neues anzuschließen, wenn das jetzt mal ausreicht. Ja, Stein ist mir egal.
Ja, und irgendwann müssen wir wohl doch Öl-Züge verwenden. Da habe ich ja richtig Lust drauf, das ganze Ölsystem da aufzubauen mit den Zügen. Obwohl mit den Hochdruckleitungen geht's. Okay, die hat nie Strom. Einfach, weil es geht. Allein das aufzufüllen, dann haben sie gerade ein bisschen was zu tun. Ja, und wir bauen kurz die Mauer und dann, wie gesagt, wir uns um das Zugsystem. Da habe ich auch ordentlich was einstecken dafür. In der Hoffnung, dass es reichen wird. Aber so viel ist es ja nicht. Es ist ja nur einmal hier. Wir doofen mit dem Feld. Bis hier kurz darunter. Bis hier nach. Das ist irgendwie doof. Jetzt unterhalb der Mauern, Kreisel, genau. Dass wir hier lang kommen, hier rein. Dass wir weiter aufteilen können, ja. Irgendwie so. Okay. Wo war's denn da? Müssen wir eh noch mal alles einmal wenden. Machen wir es so.
Wusste ich doch, dass da noch einer unterwegs fehlt. Wir schließen erstmal die Munition von hier an. Weil hier sind wir, glaube ich, ja, was in der Umwelt Beeinflussungszone, sage ich es mal. Wenn ein Angriff also kommen, also sollte dann schon mal Munition hin. Deswegen dieses provisorische Fließband. Keine Kupferplatten. Ja, war halt kein Kupfer jetzt. Machen wir mal das Gewäsch hier aus. Dann kümmern wir uns mal jetzt um die Schienen. Ja, das ist dann halt mal ungünstig. Das kommt ja eh weg, also diese Kreuzung. Komm, da kommt ja eh gleich ein Kreisel hin. Oh, guck, guck, guck. So, das hätten wir ja. Jetzt kommt natürlich das Nervigste. Ja, doch. Gut, geschafft. Das Ganze erstmal so, dann brauche ich hier Radare. Spaß. So, wir kürzen das hier noch mal ein bisschen ein und setzen hier den Kreisel gleich.
Und diesmal habe ich ein paar mehr hier von denen eingepackt. Würde ich sagen, bauen wir bis hinter die Kohle und dann passt das eigentlich. Gibt es wie ein schönen Kreisel und dann geht's nach oben. Da kommt mal hinterher. Der Inventarplatz sieht nicht so gut aus, sonst hätte ich den Ball hier mitgenommen. Ein bisschen müssen wir noch. Ja, also so denke ich mal, ist ganz gut, oder? Ja. Er war wohl im Waldbrand, wie konnte das denn nur passieren? Merkwürdig. Achso, und falls die Frage aufkommt, warum das hier so ruckelt, das liegt daran, dass das Schienensystem so riesig ist. Das gleich mal zeigen. Nämlich bei Bauwerke auf alles Schienen gebaut und die abgerissenen, also 20.000 haben wir platziert. Und das ganz große Problem. Wir haben auch super viele Signale hier. 10.000 haben wir gebaut, wie viel haben wir abgerissen? Zwei, also ach, super. 7.600 Signale. Hätten Signale. Das ist natürlich schon eine große Menge. Und es wird mehr. Na, ist vielleicht auch etwas übertrieben, über ein Achternetz hinzubauen, aber ey. Ist ja nur beim Bauen anstrengend. Da kommt rein. Wir haben noch eine Menge vor. Das ist ein bisschen nervig, dass es nicht so gut klappt. Uns fehlen große Strommasten, sehe ich gerade.
Dann bauen wir einfach mal so viel, wie wir haben. Fangt immer ruhig von hinten. Das ist schon in Ordnung. Nicht zulassen, dass hier der Akkustand jetzt noch mal auflädt. Gut, irgendwo fehlt noch was. Hier da hinten fehlt noch einer. So, dann wollen wir nochmal noch ordentlich vorankommen. Das ist fast ein bisschen weit gewesen. Upsi. Gut. Aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge.